Are we filming? Yes. What's up, Route 1 community? What's up? Welcome to the van. This is the yellow van from Corentin. These are the other vans. Just to be clear, we don't like them. Our van is the best. Definitely. Okay, perfect. We're gonna destroy them in the race. Let's fucking go. This van is cool, man. Sheesh. You need to go on left. Oh, yeah, yeah, of course, but this is for the shot, Corentin. Like, I'm driving the van, of course. Of course, of course. Of course. Okay. Let's go. And to be clear again, fuck these people. We're gonna win the race. What is up, Ride One Community? What's up, Ride One Community? Ich bin Vilas, ich moderiere heute an. Tristan hat keinen Bock. Wir fahren gerade nach Landau und da wird das noch richtig geil. Das Auto von mir ist einfach das Beste, als ich so witzig bin. Ja? What's up, Ride One Community? Woo. Das ist der beste Auto, ja? Ja, wir sind im besten Auto. Ja, ja. Film mal die Autos da vorne. Oh. Die beiden da vorne, die sind richtig scheiße, die Autos. Oh ja, genau, genau. Aber unseres, auf geht's! Another nice van spotted. Hello! We have a cooler van though. There is a cult leader of Ride One. We can see him. The losers were already first in the race. Woohoo! Let's go! Better than a white van, to be honest. We made it to the gas station. It was kind of close. Yes, it's going. Cool. Very good, very nice. Gut, cool. Guten Tag! Hallöchen! Tag! Dürfen wir mal crashen kommen? Na, ich helfe dir! Wie fühlt sich die deutsche Gastfreundschaft an? Sehr gut. Sehr, gut. Sehr gute deutsche Gastfreundschaft. Wir kriegen jetzt hier instant wieder ein bisschen zu trinken. Schon ziemlich cool. Warte, nach vorne. Yes! Da vorne kommt meine Apfelschorle. No, my. Yes. Ein Apfelschorle. 50-50. Geil. We finally arrived a bit after Jan and Ian their cars, but it's fine, right? Let's go. Very nice. Alright, about. That's okay. Ja. Cheers. Was? Gosh, that tastes good. Ah, that's good. Richtig geil. Wir sehen uns gleich beim Einradfahren. Ich muss noch etwas einschieben, bevor wir Einrad fahren. Okay, und los geht's. Es lebt sich ganz gut auf diesem Roadtrip, würde ich sagen.
Bro, why would you? Wow. Oh. Boah, der war gut! Holy shit! Ja, ein bisschen sehr viel gestoppt. Nee, gar nicht. It's a puzzle. Okay, Christian, mir wurde gesagt, du sollst die Anmod machen. Wo sind wir jetzt gerade? Wir sind in Landau auf dem Skatepark, auf dem Landesgartenschaugelände. Landesgartenschaugelände in Landau. Ist das nicht Landaus Gartenschaugelände? In der Hose. Yes. Ja. Wir hocken hier rum. Nein, nein, was kommt jetzt? Das wollen die Zuschauer nicht hören, dass wir nur rumchillen. Wir machen jetzt Speedtrial. Speedtrial, okay, auf geht's. Mal gucken, wie viele wir sind. Ist der Start, Jakob? Start ist hier. Okay, dann, wo geht's lang? Geht man hier. Hoch, hoch. Hier. Runter. Man kann wieder runter. Wieder runter. Wieder hoch. Wieder runter. Nochmal wieder runter. Wieder hoch. Wieder runter. Du musst es ansagen. Runter. Hoch. Hoch. Runter. Hoch. Hoch. Runter. Und da hinten. Das ist das Ziel, also hier ist die Ziellinie. Geil. 3, 2, 1, go! Tense, right? Holy shit. Warte, was haben wir jetzt noch? Was haben wir jetzt noch als Nachschlag? Female. Die Mädels wollen auch. Die dürfen auch mal. Und natürlich auf demselben Kurs. Selbstverständlich, ne? Selbstverständlich. Ja. Da sind wir ganz feministisch unterwegs. Ja. Keine Extrawurst für irgendwen, ne? Gleiche Rechte für alle und so. Ja. Female Wettkampf startet in 3, 2, 1, los geht's! Wie fandst du? Sehr gut. Sehr gut.
So, jetzt. Ja, das hast du. Komm mal hoch. Jawohl. Schön. Geil. Ian, was sagst du zu dem Wetter? Wetter ist mir egal, wir haben Dach gefunden. Ich dachte, es käme jetzt was anderes. Was dachtest du? Oh, es regnet! Kann der Klimawandel mal ein bisschen mehr reinkriegen, damit es nicht mehr regnet? Wir wollten eigentlich rollen gehen, auf dem Skatepark. Kleine spontane Session unter dem Dach hier am Parkplatz. Let's go! War noch ein bisschen lustig, aber wir haben jetzt auch nicht mehr so viel gemacht. Hat dann ja auch geregnet und das Licht war dann ja auch aus, aber war noch ganz lustig. Es gibt gerade Spaghetti Bolognese von den Hörners gemacht. Richtig, richtig cool. Schmeckt richtig gut. Und wieder richtig nice, dass wir hier bekocht werden. Veganer Parmesan auch. Da sage ich nicht nein, Ich glaube, die anderen sind auch alle ziemlich glücklich. Genau, wir melden uns morgen wieder. Oh, guten Morgen, Jakob. Guten Morgen. Na, was hattest du heute für einen Premium-Schlafplatz? Voll cool, in diesem Wohnwagen. Wohnwagen direkt an der Straße, oh shit. Ja, da vorne ist die Straße und hier ist der Wohnwagen. Oh, voll gut geschlafen. Oh, war ganz chillig. Ich hab da vorne gepennt. Eine Matratze zu haben ist schon gar nicht so schlecht. Wir haben einfach Kekse im Wohnwagen. Christians Mutter ist einfach so übernett. Da vorne stehen einfach Kekse, die sie uns in den Wohnwagen gelegt haben. Und jetzt haben wir Donnerstag, oder? Ja. Oh, geil. Oh ja. Gestern hat es noch richtig krass. Bisschen kühler. Es ist übel viel kühler geworden, richtig gut. Der Regen hat das gestern richtig krass abgekühlt. Ich würde mal sagen, Frühstück, ne? Ja. Ah! Na! Guten Morgen! Guten Morgen, Tristan! Hey. I mean, this is just crazy, right? Jasmin? Ja? Wie sieht's aus mit dem Frühstück? Ich weiß noch nicht, ob ich satt werde. Mama zum Schluss, ne? Dann bei dir, hier. Also, ist schon ein bisschen krass, muss ich sagen. Wir haben hier ein wunderschönes Buffet aus 3 veganen Wurst, 3 veganen Käse, eine Schnurrbartcreme, Brezeln, Brötchen, Brot, Pflaumen, verschiedene Müsli-Kram, 3 verschiedenen Pflanzenmilch, 3 verschiedenen anderen Cerealien, Obst, ne, an Vitamine muss gedacht sein. Ja. Ja. What? Geil. Okay.
Gibst du auf? Nein, ich verschiebe es nach hinten. Pass auf, wir machen das folgendermaßen. Wir machen ja noch ein paar Tage Videos. Okay? Du bist ja noch ein paar Tage hier. Du machst den noch und wir reichen den nach. Easy. Okay. Ich habe auch nur noch einen Elektriker, ein bisschen was am Haus zu machen und meine Sachen zu packen. Langt vollkommen. Okay. Also vielleicht nochmal kurz direkt der Nachricht an unsere Zuschauer, dass der Clip nachkommt. Ja klar. Okay, Leute, wir fahren in 5 Minuten. Christian muss arbeiten. Also, du hast noch 5 Minuten. Was kriegen wir zu sehen? Okay, warte, ich komm rüber, dann hört man dich. Was machst du gerade? Christian nach Hause bringen, unseren Kram ins Auto packen und dann geht's Richtung Bodensee. Zumindest schon mal. Bodensee! Wir gehen schwimmen! Morgen! Seebruch. Gibt auch sowas, das nennt sich Fenster. Ah, du hast doch. Ja, tatsächlich. Ich hab's eben gesehen. Nach einer geilen Session heißt es Abschied nehmen. Aber nicht Abschied nehmen nur von unseren wundervollen Gästen da drüben, die uns mit geilstem Essen versorgt haben, sondern auch Abschied nehmen von Coco. Denn der Corentin, der verlässt uns jetzt, der muss noch zu einem Festival und deswegen kommt da vorne der Ian reingefahren und wir machen noch schnell ein Gruppenfoto. Und nach dem Gruppenfoto geht's auf nach Wangen zum Pötschi. Genau, aber wieder auch der zweite Spot, an dem wir waren, mega sick. Autos müssen umgeparkt werden, um das geilste Bild zu haben. Wie fühlt sich sauber an, Jakob? Ich will eigentlich hier liegen bleiben. Ach so, ich dachte, das hast du gerade. Are you leaving us, Coco? Yeah. That's so sad. It was nice having you with us. Yeah, thank you so much. We'll see you in Grenoble. Yeah, Sunday. Nice. I don't know how to start. It's a good start. I think that's a start, yeah? Just a start. What's up, Ride One Community? Ja, also wir sitzen jetzt hier im Auto. Wieder mal. Es ist dick und fett Stau. Das heißt, wir müssen jetzt eine andere Route nehmen, die aber ein bisschen länger ist, aber vielleicht cooler ist. Zumindest haben wir das so gesehen. Ja, aber wir haben wieder Bock. Ein Aufzug
Testturm. Ach, was? 246 Meter hoch. Holy shit. Von, TK Elevator. Das ist ja mega faszinierend. The fuck? In den 12 Schächten des Turms, der ein Durchmesser von 21 Metern aufweist, können die Ingenieure mit schwindelerregenden Geschwindigkeiten von bis zu 18 Meter pro Sekunde testen. Ja. Kurz Pause. Very pretty. Da ist der Bodensee. I just wanted to let everyone know that we're driving past super nice landscapes, pretty nice. Yeah, it's fun. And we just wanted to have like a little chat about what the disciplines we're all taking part in. So for me, I'm mainly focused on street, but I'm going to be partaking in flatland as well. I'm going to be partaking in trials, speed trials, and in all the jumps as well. How about you? I'm doing street, trials, flats, speed trials, still standing, high jump over bar, high jump on platform and long jump on platform. Hey, let's go! Tristan! Also ich bin bei Trial, Flatland und bei Speed dabei, genau. Jasmin! Hello! Hello! Okay, yes! Okay, sehr gut! Jakob! Ich support euch alle! Ja! Und Ian? Ich spezialisiere mich dieses Mal auf Director, Flat und Street, das heißt, ich organisiere den ganzen Scheiß. Okay, sehr gut, sehr gut. Wir suchen gerade einen YouTube-Channel, but I assume it's gonna be another. Der Bodensee ist big? Der Bodensee ist pretty big. Der Bodensee? Seid ihr bereit für den Bodensee? Ja, yeah, Bodensee! Oh, 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 ich hab ihn gesehen. Oh, da ist er! Ja, der Bodensee! Das Ding heißt Bodensee, Tristan. Bodensee! Hallo. Du kennst uns, Pilzi. Prost, du hast auch ihn gefunden. Ich habe einen neuen Freund. Einen neuen Freund, ja. Ja. Und Tristan, wie gefällt es dir hier? Sehr gut. Schon eine ganz coole Aussicht so, ne? Ja, hallo. Ja. Ja. Na, hallo. Oh mein Gott, seid ihr süß. Vielleicht wollen die was zu essen haben? I have the best weed over here. Ja, genau. Zelt sind aufgebaut. Wir haben uns dazu entschieden, in die Zelte zu gehen. Weil wir noch lang genug in irgendwelchen Hostelzimmern schlafen und draußen schlafen ziemlich cool ist. Das heißt, wir essen jetzt noch was und dann sehen wir uns morgen früh nicht wieder. Wir essen jetzt noch kurz was. Mm. Don't forget to follow us on YouTube. Vergiss nicht, uns auf YouTube zu folgen.